Ja, hallo, heute der dritte Teil der Reihe Taschen für Survival Kit. Ich habe ja vor kurzem den Trangia-Dosenkit hochgeladen in der britischen Radio Pouch. Ja, und dann dachte ich, hätte ich auch andersrum machen können. Ich hätte euch zuerst die Radio Pouch zeigen können. Hole ich das jetzt eben nach. Also schauen wir mal durch, was da reingeht. Ja, vorab ein paar Infos. Also, das ist ein strapazierfähiges Cordura-Material. Gewicht ist mit ungefähr 166 Gramm angegeben. Ich hatte jetzt 168 gewogen vorhin. Maße ungefähr 22 mal 14 cm. Das hatte ich euch schon mal gezeigt hier. Könnt ihr also quasi die Tasche komprimieren. Hier ist so ein Klett nochmal. Wenn ich den Link nachher nochmal finde, kann ich euch den auch nochmal unten anhängen. Von Foxtrot, die haben da ein ganzes Radio-Funkgerät mit drin. So würde das aussehen. Ja, also den Schlopp könnt ihr hier natürlich drunter machen, dann ist das in jedem Fall sicher und nochmal sicher. Hier hinten, meistens werden die Dinger hier ohne irgendwas verkauft. Das habe ich vorhin gerade mit dem Armeeversand gesprochen und der Guido sagte mir, dass da wohl so Straps reinkommen, damit man das in Mollewesten befestigen kann. Checkt hab. Und dann werden wir einfach mal gucken, wie sich das dann an der Weste anbringen lässt, mittels so Molle-Adapterstreifen. Ja, momentan nutze ich die für den größeren Trangia Survival Kit. Das habt ihr vielleicht in dem Video schon gesehen. Müsst ihr die Laschen hier auflassen. Und dann könnt ihr das hier schön einpacken. Also ist wie gemacht dafür. Unten habe ich dann noch hier ein Seil mit drin. Natürlich könnt ihr das halt auch als Kochkit nehmen, ja. Wenn ihr sagt, oh, ich packe da vielleicht einen kleinen Kocher oder irgendwas rein und baue da Tee essen und kleine Tütensuppen, irgendwas dazu. Coole Sache. Würde also in jedem Falle auch funktionieren. So, was noch funktioniert, ist hier ein Einwegponcho in Verbindung mit zum Beispiel einer Rettungsdecke. Müssen wir immer nur hier unten aufpassen, dass sich das hier nicht steckt. Ja, würde also auch funktionieren. Notfalls sogar noch ein Stück komprimiert. Dann habt ihr euren Regenschutz dabei. Also mein Bundeswehr-Poncho kriege ich nicht wirklich gut da rein. Da muss ich mal nach zwei, drei Varianten schauen. Was auch gut funktioniert, ist hier die EPA-Ration. Das ist jetzt eine zivile. Die gehen hier super rein. Da könnt ihr noch ein Getränkepäckchen oder ein Notwasserpäckchen oder die 100 ml-Pakete, die ihr jetzt auch beim Nico gesehen habt, die hier zum Beispiel. Ihr könnt auch zwei Portionen hier reinbauen. Ach, dann relativ schwer, wenn in jedem Fall habt ihr ja Notfallfutter direkt am Mann oder an der Frau. Da dazu würde sich natürlich anbieten, den Spitkocher hier rein zu tun. Da ist dann noch massig Platz. Also den kriegt ihr auch quer hier rein. Ne? Dann könnt ihr also auch zum Beispiel die Miltec-Feuerdose rein oder eure eigene Feuerdose oder ein kleines Survival-Kit würde natürlich auch gehen. Wenn ihr sagt, ich mache, keine Ahnung, kleine Tagestour, dies und das und jenes und habt dann eine Futterration Survival-Kit hier mit drinne, ginge auch. Was auch prima funktioniert ist, vielleicht kennt ihr den hier, das ist so ein größerer Nachbau des S-Bit-Kochers. Das ist ein geiles Teil. Hier habe ich auch nochmal aufgefüllt, einmal S-Bit-Tabletten, dann verschiedene Streichhölzer, Reibfläche, Anzünder, Watte, Vaselinezunder, von allem etwas dabei. Ja, alles in allem ist der relativ cool nutzbar, der große. Könnt ihr dann natürlich auch einen kleinen Spirituskocher, so einen selbstgefriemelten da rein. Ja, der Hölzer geht auch. Also ich habe es auch schon mit kleinem Hölzchen beheizt. Ja, das würde auch passen.
Dann habt ihr hier oben immer noch mal Platz für die Schnur. Und noch irgendein Kleinkram. So, ich denke, im Großen und Ganzen, das jetzt mal relativ kurz funktioniert. Was hatte ich denn noch vorhin rausgefischt? Ah, ich hatte noch was rausgefischt. Zum anderen ging dieser Notfallschlafsack hier prima mit rein. Leider nicht in der Breite, müsst ihr also längs und dann was anderes dazu friemeln. Eventuell die Schnur schmaler, dafür länger aufwickeln. Sowas in der Richtung. Aber das Ding, ich habe im Anfang des Jahres der Knaller geschossen. Ich habe das Ding für 1 Euro mit Porto bekommen. Ja, da konnte ich doch nicht Nein sagen. Angeboten werden die zwischen 3 und 8 Euro das Stück. Ja, meistens ohne irgendwelche Laschen hier hinten dran. Wie gesagt, das reiche ich nochmal nach. Da bin ich selber gespannt, weil ich das auch noch nicht so gesehen habe mit den Molle-Adapter-Strapsen hier. Werden wir schauen. So, bis denn dann, ne? Ciao.